So, willkommen zum 8. Türchen vom Adventskalender, vom Bier-Adventskalender. Das befindet sich hier oben. Da stechen wir wieder mal den Finger rein und sehen schon jetzt wieder eine normale Flasche, also ein normaler Kronkorken, sagen wir mal. Was uns da wartet, sehen wir aber gleich. Erstmal den Botschkunner. Wir haben ja jetzt schon silberne gehabt, wir haben schon so goldene gehabt, wir haben aber natürlich auch bedruckte gehabt, wir haben welche gehabt, die richtig genial aussahen, und hier erstmal wieder sehr schlicht, aber boom, was haben wir hier? Wieder sehr edel, sehr freundlich, sehr weiß. Das ist nämlich ein Pilzbock von Landenburger. Naturtrüb mit feiner Kalthopfung mit 7,5%. Hier einfach ein richtig goldener Adler auf einem weißen Hintergrund. Die Schrift an der Seite, Pilzbock, hier unten nochmal Landenburger. Also, ich muss sagen, das gefällt mir eigentlich richtig gut. Sieht eher schlicht aus, aber sieht freundlich aus, sieht einladend aus, macht Bock auf mehr auf jeden Fall. Und ich bin auch gespannt, wenn man es gegen das Licht hält, sieht es aus, als wäre das ein altes Aquarium oder der ganze Schmodder drin rumschwimmt. Ich zeige euch das jetzt nochmal von meiner Sichtweise aus. So, hier hinten sammle ich nämlich immer, was wir alles schon so hatten. Und hier seht ihr jetzt das ganz unscheinbar, und hier plötzlich Landenburger Pilzbock. Richtig genial. Pilzbock, seitwärts geschrieben, Landenburger unten am Rand. So sehen meine Thumbnails immer aus. Naturtrüb mit feiner Kalthopfung, Alk 7,5%. Nicht zu viel Schrift, nicht zu viele Infos. Ein Hauptaugenmerk gerichtet auf den goldenen Adler. Wenn wir es rumdrehen, haben wir natürlich noch ein paar Infos. Mit belebtem Brauwasser nach Granda. Nach Granda? Ohne Pasteurisation oder Kurzzeiterhitzung, frisch, natürlich, unbehandelt und überall immer ein Punkt dazwischen, richtig genial, bis August 2020 haltbar. Also, wundert euch nicht, aber mir gefällt das Etikett so gut, dafür würde ich auch eine 5 geben, das gefällt mir so gut wie das Grüne, macht Bock auf mehr auf jeden Fall, von meiner Seite aus, also 5. Punkte für das Etikett. Trag mal gleich mal ein. Ich mache jedes Mal den Stift zu. 5. Dann als nächstes kommt natürlich Farbe und Schaum. Dazu müssen wir es wieder mal einschenken. Bam! Da war gar nicht so viel Druck dahinter. Wir haben hier wieder unser Bier-Tasting-Glas. Jetzt schenken wir das mal ein mit 7,5 Promille Prozent, wie auch immer. Das sieht schon beim Einschenken sehr gelb, goldgelb aus. Hat an sich eine gute Farbe, und ich glaube, hier kriegen wir auch einigermaßen eine kleine schaumige Krone hin. Hey, das sieht doch gut aus. Ihr habt eine kleine Schaumkrone oben drauf. Es perlt schön nach oben. Es sieht trotzdem ein bisschen trüb schon wieder aus. Da drin das Aquarium kommt durch. Aber man sieht die Kohlensäure. Farbe gefällt mir, ist aber nicht ganz so kräftig wie das Beste bisher. Würde ich sagen, ist trotzdem eher durchschnittlich. Farbe würde ich jetzt einfach mal eine 3 geben. Schaum, der haut mich auch nicht vom Hocker. Mir ist es eigentlich egal, ob das Schaum drauf ist oder nicht. Liegt ja an mir selber, wie gut ich es einschenke. Kommen wir natürlich zum Geruch. Hat wieder einen leicht süßlichen Geruch. So wie die ersten Biere, hat so eine leichte Weizennote, komischerweise. Pilzbock ist ja in dem Sinne kein Bock, ist kein Weizen, ist kein sonst was, kein Hefe, ist ein Pilz. Pilzbock, eine Kombination aus beiden. Hat eine leicht süßliche Note, riecht aber eigentlich ganz angenehm. Ja, ist auf jeden Fall interessant. Für den Geruch würde ich sogar 4 Punkte geben. Jetzt kommt natürlich das Wichtigste, der Geschmack. Der Geschmack vom Landenburger Pilzbock, und den tun wir uns jetzt mal an.
wenn ich das so probiere, kommt mir das so ähnlich vor, wie wenn man im Restaurant sitzt und bestellt immer extra einen Kellertrunk oder einen Kellerbier, was sie dir in so einem alten Tonkrug hinstellen, was dann aber irgendwie ein bisschen dunkler ist, was auch so ein bisschen, ja, nicht so hell schmeckt, sondern eher so, boah, dass da was hinterherkommt, dass da wirklich was da ist, was dich auf den Boden der Tatsachen zurückzieht. Also sehr interessante Kombination, obwohl das ja kein Kellerbier ist und obwohl das eigentlich hell ist und ein bisschen trüb, hat es trotzdem irgendwie eine leicht dunkle Note vom Geschmack, obwohl es hell aussieht. Es tut mich auf jeden Fall auf eine ganz andere Fährte locken. Die Flasche sieht trotzdem gut aus, der Geschmack ist okay. Ist natürlich wieder ein bisschen Gewöhnungssache, auf was man steht oder auf was nicht. Ich nehme mal noch eine kleine... Noch mal eine kleine Probe. Ja, aber ich finde, es ist leicht ein bisschen zu bitter. Da hatte ich eins dabei, was ich einfach viel besser trinken konnte, was sich besser angefühlt hat. Und komischerweise habe ich bei dem, was mir besser gefallen hat, eine 4 gegeben. Das finde ich aber trotzdem selber auch gut. Schwanke zwischen 3 und 4. Eigentlich müsste ich eine 3 geben, weil es schlechter war als das andere. Aber eigentlich ist es besser als die anderen, die eine 3 hatten. Kann man auch eine 3,5 geben? Nee, kann man nicht. Wir geben trotzdem einfach mal eine 3, damit das andere nicht überholt und das andere einfach das Beste bleibt. Also eine 3 hingeschmissen. So kommen wir insgesamt auf 15 Punkte. 5, 3, 4, 3 und 15 ist das höchste, was eben auch das Tannenhell erreicht hat und das Landgang. Das Tannenhell hat den meisten Geschmack gehabt, das Landgang das beste Etikett. Das kombiniert jetzt beides ein bisschen, den Geschmack und das Etikett kommt auch auf 15, also sehr interessant auf jeden Fall. Eins der besseren Biere auf jeden Fall in dem Kalender, die ich auch so nochmal kaufen würde, empfehlen würde, das Landenburger Pilzbock. Merkt euch das? Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.